Video von mir. Und zwar hat mein wunderhübscher, lieber W126 ab und zu ein bisschen Probleme, heiß anzuspringen, was irgendwie ein bekanntes Problem ist bei dem Auto, wenn man sich so die Bosch-Unterlagen und die Mercedes-Unterlagen durchliest. Und wie es aussieht, hat auch schon mal jemand dran vor mir geschafft, was sich an dem wunder-nigel-nagel-neuen Mengenteiler und den überall aus den Führungen gerissenen Leitungen erkennbar macht. Und das Problem ist folgendes: Normalerweise laut Mercedes soll der Systemdruck, also quasi der Druck zwischen Kraftstoffpumpe und Rücklauf, der durch den Systemdruckregler, der ungefähr hier so da drin sitzt, auf während dem Betrieb zwischen 5 und 5,6 bar gehalten werden. Und danach beim Abstellen des Motors soll er auf 2,8 bar fallen und dann über 30 Minuten darf er nicht tiefer fallen als 2,6 bar. Ansonsten hat man das Problem, wenn der Motor heiß ist und es ist kein Druck mehr in den Leitungen, dass man Dampfblasenbildung hat. Das heißt, gasförmiger Treibstoff vor der Inspritzventile, der sich sehr schlecht inspritzen lässt und vor allem auch komprimieren lässt. Und dann juckelt man, schön, dass hier so viele Leute vorbeifahren, dann juckelt man halt erstmal eine Zeit lang, bis der Wagen nochmal anspringt. Ich hoffe, die Audioqualität geht hier irgendwie klar. Wenn nicht, vertone ich das Ganze nochmal ein bisschen nach. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal. Ich habe hier ein Manometer angeschlossen an den Zulauf, quasi zwischen Mengenteiler und Kraftstoffpumpe. Und wenn wir den Wagen jetzt mal anlassen, falls er dann nochmal am Rumspielen ist. Moment, ich höre die Uhr mal bei. Sehen wir, geht direkt auf die 5,5 bar. Wenn wir ihn ausmachen, fällt er direkt ab. So, was tun? Mein Plan ist jetzt, wenn ich es finde, wo ist denn? Mein professionelles Kamera-Equipment. Liegt's, ja? Ne, das ist das Falsche. Na, ist dann das Ventil hin. Oh, hier ist die Bosch-Nummer, falls jemand Fragen hat. Ne. Da steht's doch. Direkt bei meinen Akkus. Und zwar gibt es die Möglichkeit, vor die Kraftstoffpumpe ein Rückschlagventil einzubauen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und dann gucke ich mal, was passiert. Dann messe ich einfach nochmal. Und sollte der Druck nochmal abfallen, weiß ich schon mal, dass er auf jeden Fall nicht über die Kraftstoffpumpe zurück in den Tank läuft. Was ich dann machen werde, ist, da hat übrigens schon mal jemand vor mir ein Schläuchlein angeschlossen für Kraftstoffflussmenge von der Kraftstoffpumpe zu prüfen, die im Übrigen bei 40 Sekunden Laufzeit, wenn man die Kraftstoffpumpe überbrückt, mindestens 1 Liter betragen soll, was sie bei mir macht. Also da ist schon mal alles okay. Was ich dann vorhab, ist einfach mal hingehen und Karren laufen lassen. Und in dem Moment, wo ich ihn ausmache, werde ich hier die Rücklaufleitung klemmen. Und wenn dann, also quasi abklemmen, zudrücken mit einer Zange. Und wenn dann der Kraftstoffdruck noch weiter abfällt, dann weiß ich auf jeden Fall, dass es schon mal nicht der Systemdruckregler ist, der hier ist. Weil das System, also die Pumpe, baut ja Druck gegen den Systemdruckregler auf, welcher dann nach Ausschalten vom Motor den Druck im System hält. Und wenn da ist ein O-Ring innen drin, der kann undicht werden, kann kaputt gehen, ich weiß nicht, es sieht alles noch so neu aus, aber darauf darf man wirklich nicht immer gehen, auch wenn es toll aussieht. Kann auch nur verkaufsschön sein. So, an den habe ich ihn gebaut. Das sieht man schön dort dazwischen. An dieser Stelle sei noch mal erwähnt, dass ich den Motor vorher schon kurz laufen hatte.
deswegen schon die 2,5 Bar Anlagen. Allerdings ist der Druck relativ schnell abgesackt und ich habe das einfach auf die leergelaufenen Filter und leergelaufenen Leitungen zurückgeführt, weshalb ich ihn dann nochmal neu gestartet habe. So, jetzt Embo laufen lassen, dass er Luftblasen aus Filter etc. rausspült. Na, das sieht doch schon mal besser aus als eben. Kommen wir eine halbe Stunde wieder. Ja, da habe ich dann wohl in voller Euphorie, dass mein Wagen jetzt ordentlich läuft, vergessen zu filmen. Was ich noch gemacht habe, ist, der Druck ist hier nicht mehr weiter abgefallen. Der ist auf 2,4 Bar ist er dann noch runter. Und da habe ich mir gedacht, sollten wir ja im heißen Zustand machen, ne? Und dann bin ich schon warm gefahren und habe dieselbe Messung nochmal gemacht und siehe da, der ist auf 2,9 Bar sogar nur gefallen und dann über die halbe Stunde ist er auf 2,7 runter, also alles in Ordnung und die Heißstartprobleme sind jetzt auch weg. Also, hat gefruchtet. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like und ein Abo da, dass du nichts mehr von mir verpasst und mal eine Frage an dich, das darfst du gerne in die Kommentare schreiben. Soll ich öfter am Ende so ein kleines Resümee machen von meinen Videos, wie hier jetzt? Oder soll ich einfach die Enden offen lassen? Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt, ob du das überhaupt guckst. Würde mich mal interessieren. Ich sag dann mal danke fürs Zuschauen und ciao, euer Dominik.